Das ist echt doof. Ich mache meine Unmut kund, indem ich wahllos Sachen kaputt haue und hoffe, dass da irgendwo noch ein Funkelding drin ist. Köderschädel. Die habe ich auch nie benutzt. Die sollte man benutzen, um bestimmte Gegner anzulocken. Ich habe nie Gegner angelockt. Ich habe alles kaputt gehauen. Und später, wenn ich denn mal irgendwas gepult habe, dann mit dem Bogen. Das habe ich auch 90% der Zeit vergessen. Also, Und hier hinter ist doch nichts. Warte mal. Da meinte jemand etwas mit einer Spitzhacke. Habe ich natürlich nicht im Inventar. Also wenn wir demnächst wieder bei unserer Kiste sind, bei unserer Endlosen, dann sollten wir da die Spitzhacke rausholen und mit der dann bestimmte Wände ausprobieren. Zum Beispiel das Ding da sieht verdächtig aus. Und in der Stadt der Untoten unten gab es so eine Bretterwand. Die fand ich auch sehr suspekt. Aus Menü raus. Raus. Ich freue mich schon tierisch drauf, wenn ihr Jungs mit den Fackeln kommt. Das wird nicht mein Tag werden. Wir werden uns wahrscheinlich one-hitten können mit dieser Fackelattacke. Weg. Oh. So. Und ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht über Dark Souls 2. Also, mir hat es gefallen, so einen Krieger hier zu spielen. Aber ich denke... Geheimschlüssel auch. Ich denke, in Dark Souls 2 werde ich wirklich einen Magier spielen. Beziehungsweise eine Magierin, weil ich finde Magier immer so ein bisschen... Ich weiß nicht. Also es gibt Magier, die sehen ruhm cool aus, aber... Bei Dark Souls 2 sah das aus wie ein Weihnachtsmann. Also werde ich wahrscheinlich weibliche Magierin spielen. Und dann mal gucken, wie das Spiel so ist, wenn man primär ausweicht und nicht einfach da steht und Schild hochhält. Das könnte schon mal sehr interessant sein und ich hoffe einfach mal, dass man dann wesentlich mehr Schaden macht. Das heißt, man kann wesentlich schneller durch bestimmte Gebiete einfach durchrushen. Ja, also so nicht dran vorbeilaufen, sondern einfach nur schnell töten. Weil so wie ich das sehe, sind wir jetzt darauf ausgelegt, viel auszuhalten. Sieht man auch unseren Lebenspunkten und so weiter. Da haben wir sehr viele Seelen reingesteckt. Wenn wir die Seelen alle da reingesteckt hätten, mehr Schaden zu machen, dann müsste das richtig gut abgehen. Und ich denke, so ähnlich wird es beim Magier dann auch sein. Okay, man wird vielleicht irgendwann gewone-hitted und es könnte frustrierend sein, andauernd gewone-hitted zu werden, aber es ist auf jeden Fall schon was anderes. Die einzige Alternative sonst noch wäre eine Dex-Klasse. Aber das ist viel zu viel Rumgewusel. Weil ein Magier, ja, der kann nicht blocken, der muss ausweichen. Aber er ist verdammt nochmal ganz weit weg vom Gegner im Idealfall. Eine Dex-Klasse? Also ja, ein Bogenschütze vielleicht, aber der muss durchgehend neue Pfeile kaufen. Ich weiß nicht, wie super das denn klappt. Ja. Also im Nahkampf sein und den nicht blocken können, das ist, glaube ich, nichts für mich. Ziegendämon? Nö. Oh, holla. Ah, wir sind gleich beim Schmied, beim ersten. Sehr gut. Wo geht's hier lang? Ha. Da ist die Kirche. In der Kirche liegt die... Gerugon tritt. Das ist nicht treten. Kick. Das ist nicht treten. Okay, hau einfach wie ein... wilder Mutant auf den Typen eine Sorge. Also in der Kirche liegt die Holde Maid später. Wenn man sie befreit hat aus dem Grabmal der Riesen. Oh. Aus dem Grabmal der Riesen und dann nicht den Priester tötet. Das heißt, wenn man den Priester doch tötet, ist sie dann da, man kann mit ihr reden? Keine Ahnung. Müsste man testen. Ich habe übrigens immer noch nicht entschieden, was für ein Charakter ich sein will. Ich denke, jetzt im New Game Plus werde ich gar keinen Charakter roleplayen. Also wir sind nicht gut, wir sind nicht böse, wir sind einfach nur ein Typ, der möglichst viel vom Spiel sehen will. Alles andere ist ziemlich irrelevant. Genau, hier rum und da ist der altbekannte Weg mit den drei Skeletten, die wir, ich glaube, locker 40 Mal getötet haben jeweils. Immer auf dem Weg zum oder vom Schmied. Push. Ihr seid One-Hits. Ihr sollt alle One-Hits sein. Der hätte jetzt noch einen Trank getrunken.
könnt mich alle mal. So. Hier drin in der Kirche ist übrigens auch noch so einer von den teleportierenden Priestern. Hier treffen wir die zum ersten Mal. Aber nee, das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt zum Schmied. Und ich will gucken, ob der irgendwas Neues sagt, hat, macht oder was auch immer. Und dann gucken, ob ich irgendwas von meinem Zeug aufstufen kann bei ihm. Wobei ich mir da halt nicht sicher bin, weil wir haben noch keine Glut. Das ist nicht so schön. Noch eine Sache, die ich hätte machen müssen, bevor ich das New Game Plus anfange. So, also. Leuchtfeuer aktivieren. Das müsste sogar ein richtig gutes sein. Naja, hat 15. 15 ist schon mal Anfang. Hallo Schmied. Wir haben uns anscheinend noch nie gesehen. Well, you must be a new arrival. Genau. I'm Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. Mhm. Gehst du dann? Hurra. Okay. Waffe verstärken. Astora-Schwert verstärken wäre eine Idee zum Beispiel. Also ein schnelles Schwert hätte ich schon mal ganz gerne. Einfach nur ein Langschwert oder so. Nur mal zu gucken, wie das ist. Auch wenn wir nicht so die super Dex-Boni haben, die Geschwindigkeit könnte es dann ausbalancieren. Zum Umwandeln von Ausrüstung wird eine Spezialglut benötigt. Ja. Rüstung verstärken. Ja, können wir noch aufstufen. Sehr gut, stufen wir auf. Jetzt müsste das komplette Set auf plus 5 sein. Und der ganze Rest kann in unsere Kiste. Gegenstand kaufen. Kleine Scherben. Nee. Astorias Wappen. Nee, Artorias Wappen. Wollen wir das gleich kaufen? Könnten wir direkt im Wald in das Gebiet von Sif gehen? Ich will Sif nicht in New Game Plus jetzt schon machen. Langschwert. Ein ganz normales Langschwert aufstufen vielleicht. Ich kaufe auf jeden Fall mal eins. Breitschwert hat CC. Dum, 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 dum. Langschwert hat auch CC. Das Breitschwert macht nur mehr Schaden. Horizontale Wischbewegung macht dieses Schwert insbesondere gegen mehrere Feinde effektiv. Ein unkompliziertes Schwert, das beständig normalen Schaden und hohe Stoßschaden zufügt. Ja, okay. Auswählen. Das Sonnenschwert ist ganz minimal besser, oder? 2 mehr Schaden. 1 mehr Bonus, warum auch immer. Boah, mehr Dex. Nee. Kurzschwert, nee, komm. Kristallschwert, der kann ich nicht aufstufen. Also ja, ich denke, ich werde ein ganz normales Langschwert auf plus 10 bringen. Und dann gucken, ob ich da mit den Seelen irgendwas draus machen kann. Geht jetzt allerdings auch noch nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und das Schwert sollte ich hochbringen, auf jeden Fall. Sonst kommen wir nicht durch das New Game Plus Nekromantengebiet. Also wo die Skelette mal wieder auftauchen. Das heißt, ich hätte gerne Waffe verstärkt. Dich. Jo. Und dich nochmal. Jo. So, ist jetzt plus 5. Und es ist bestimmt immer noch wesentlich schlechter als unser Steigkolben. Achso, Steigkolben macht 182 bis 173. Mhm. Unser Schlangenschwert macht mehr Schaden, ist aber auch viel langsamer. Du. Ja, machst zusammengenommen gerade mal so viel. Wobei magischer Schaden viel mehr geblockt wird. Also von den 120 kommt auf keinen Fall 120 an. Beim physischen soll wesentlich mehr durchgehen.
Ja. Aber okay, wir haben den Schmied freigeschaltet, wir haben das Leuchtfeuer oben freigeschaltet. Wir könnten hier mal gucken, wie stark du so bist. Auch wenn wir deinen Dämonen-Titanit-Ding gar nicht brauchen. Du hältst viel aus. Und ich habe keine Stamina mehr. Und die Attacke ist bestimmt tödlich. In Sens Festung müssen wir gegen zwei davon gleichzeitig kämpfen. Wie zur Hölle soll das in New Game Plus gehen? Au. Zack. Okay. So wird das nichts. Wir brauchen das Herrschergefäß. Also ich meine jetzt nicht, so wird das nichts hier mit dem Boss. Ich meine allgemein. Mit einer plus 10 Waffe wird es nichts, das New Game Plus durchzuspielen. Nicht mit meinen Skills. Das heißt, wir brauchen möglichst schnell das Herrschergefäß. Und dann müssen wir irgendwo in Neulondo, wurde gesagt. Oder unter Neulondo. Das plus 15 Ding finden. Was braucht man für das Herrschergefäß? Wir mussten... zur Prinzessin. Wir mussten nach Arnolondo. Und um nach Arnolondo zu kommen, müssen wir zu Sens Festung. Und für Sens Festung müssen wir das Tor auf... Au. Ja, ja, du bist ein Badass. Lass mich trinken. Wie haben wir das Tor nach Sens Festung aufbekommen, das große? Wo der kleine Mann vorstand. Boah. Das ist mal eben 100 Folgen her oder so. Ich habe keine Ahnung. Ah, ich glaube, wir mussten den Kluftdrachen, den mit den ganz vielen Stacheln im Bauch, den mussten wir töten. Das war auf jeden Fall ein Teil der Storyline-Progression. Und um den zu töten, müssen wir erstmal in die Untiefen. Und um in die Untiefen zu kommen, musste man den Ziegendämon, glaube ich, töten. Tada! Das war zwar nicht der Ziegendämon, aber wir haben einen Dämonen-Titanit, das wir wahrscheinlich niemals benutzen werden. Und der Weg ist frei. In ein Gebiet, wo wir jetzt gar nicht hinwollen. Yay! Aber wir können das Leuchtfeuer im Wald da hinten aktivieren. Aber das ist was... Das bringt uns das. Wir können nicht teleportieren. Das ist voll nervig. Ich will so schnell wie möglich teleportieren können. Also sollte ich nicht hier weitermachen. Wir laufen jetzt zurück. Laufen zum Ziegendämon. Töten, wenn es dann einigermaßen gut geht, den Ziegendämon. Töten dann den Kluftdrachen, oder wie auch immer er heißt, Kluftdrachen. Gehen dann in die Untiefen. Ne, warte mal, in den Untiefen war der Kluftdrache. Okay, töten den Drachen und gehen dann in Sens Festung, gehen von da aus nach Arnolondo, gehen nicht, ich wiederhole, gehen nicht in das Gemälde. Ich will nicht in das Gemälde. Gut. Also wir gehen nicht in das Gemälde, sondern wir gehen einfach weiter und gehen da zur Prinzessin und schließen uns diesmal der Prinzessin nicht an. Weil da ist irgendwas faul. Wurde ja schon oft genug gesagt. Auch wenn sie hübsch aussieht, sie ist wahrscheinlich nicht wirklich das, was sie zu sein scheint. Also wir hören dann nicht auf die Prinzessin, aber wir kriegen dann von ihr den Auftrag, Fremd aufzusuchen, richtig? Oder war das andersrum? Nee, ich glaube, es war andersrum. Zuerst kam die Schlange. Ja, zuerst kam die Schlange, das war ziemlich freaky. Und dann hat sie gesagt, dass die Prinzessin ihn schickt, damit wir ihren Vater töten. Und das war sehr komisch. Also nicht nur, dass diese Handpuppe des Todes, des Urbösen oder was auch immer, auftaucht mit seinen komischen Katzenhaaren, die darunter hängen, und der Meinung ist, dass wir ein neuer Gott werden. Nein, wir sollen auch den alten Gott umbringen für die Tochter des Gottes. Ja, okay. Bleibt im Raum stehen. Wir wollten jetzt zurück zum Ziegendämon. Dazu müssen wir... Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, wir mussten...
bei der Brücke, wo der Drache ist, unten rum lang gehen. Also quasi in die Unterstadt hiervon. Und wir können die Tür da mal aufmachen. Guck. Gebüsch, Gebüsch. Verfolgt uns was? Nö. Kellerschlüssel. Stopp. Bevor das mit den Schlüsseln wieder ausartet. Wir hatten irgendwo einen Geheimschlüssel gerade gefunden. Genau hier. Der Zweck dieses Schlüssels ist unbekannt. Es scheint sich um einen einfachen Gefängniszellenschlüssel zu handeln. Hm. Okay. Kellerschlüssel. Öffnet einen schmalen Durchgang, der dich unter die große Brücke hindurch in die untere Stadt der Untoten führt. Die untere Stadt der Untoten ist ein tückischer Ort. Wende den gerissenen Dieben oder den wilden Hunden, die dem Ziegendämon dienen, niemals deinen Rücken zu. Okay, genau das brauche ich. Öffnet einen schmalen Durchgang, der dich unter der Brücke hindurch in die untere Stadt der Untoten führt. Okay. Hebel ziehen.